Ort Tiergarten. Das grüne Herz Berlins wird zum schwarzen Loch. Obdachlose, Prostitution und Mord treten hier immer häufiger auf. Also ich bin vorsichtig. Als Frau ist das gefährlich hier. Man wurde oft da beklaut. Der 210 Hektar große Park ist Berlins Aushängeschild. Rauschende Feste wie die Fanmeile sollen international Werbung für die Stadt sein. Doch die Realität ist eine andere. Frühstücksfernsehen-Reporter Sebastian Fenske ist auf Spurensuche im Tiergarten. Bei seiner Recherche entdeckt er eine klare Aufteilung gefährlicher Bereiche. Der Südwesten ist extrem überfüllt mit Obdachlosen. Mittendrin arbeitet Jascha. Täglich geht er durch den Tiergarten zur Arbeit. Ich fühle mich sehr sicher. Mir ist aber natürlich auch noch nie was passiert. Als Frau allerdings würde ich das natürlich, ich würde es erstens nicht empfehlen, hier nachts lang zu laufen. Zweitens, ich würde mich selber als Frau würde ich mich auf jeden Fall nicht sicher fühlen. Und genau seine Bedenken wurden Susanne F. zum Verhängnis. Anfang September wurde sie auf dem Weg nach Hause heimtückisch ermordet. Der Täter, ein 18-jähriger polizeibekannter Tschetschene, der eigentlich abgeschoben werden sollte. Osteuropäische Obdachlose sind hier eine stark wachsende Gruppe. Sie campen wild, sind gewalttätig, verschmutzen den Park. Über die Runden kommen sie nur durch Schwarzarbeit. An der Bahnhofsmission vor dem Tiergarten trifft unser Reporter Marius aus Polen. Seit 2 Monaten lebt er auf der Straße und weiß, wo viele der Obdachlosen herkommen. Ja, ich denke, die meisten Leute, die hier kommen, sind Kriminelle und entweder sind sie in Polen gesucht oder sie haben keine Chance, Arbeit zu finden und versuchen hier ihre Chance. Doch nicht nur bei den Obdachlosen schaut die Stadt seit Jahren weg. 100 Meter nördlich liegt der Homosexuellenstrich. Hier lauern schon tagsüber unzählige Männer im Gebüsch, bieten Sex für Geld. Viele finanzieren sich davon ihre Drogen. Otto Wieckhardt lebt seit 16 Jahren in direkter Nachbarschaft der Stricherszene. Auch der existierte schon immer. Mhm. Und das ist in letzter Zeit etwas mehr ausgewuchert, vielleicht dahingehend, ich habe es nur gehört, nicht selber gesehen, dass junge Leute, insbesondere Flüchtlinge, also aus Syrien, Libyen, Irak, junge Männer auf den Strich geschickt werden. Unser Reporter wagt sich durch die Stricherszene. Auch ihm fällt auf, dass einige arabisch aussehende Männer sich hier prostituieren. Doch das ist nicht die einzige Beobachtung, die Otto Wieckhardt seit 2 Jahren macht. Etwas anderes ist, dass möglicherweise doch einiges an leichten oder schwereren Drogen verkauft werden. Ich hatte so das Gefühl, als ob ich hörte, dass einer sagte, also wenn ich dich erwische, ich sehe ja, wie ihr eure Tütchen da verteilt. Rund um den Hansaplatz floriert die Drogenszene. Sebastian trifft hier erneut auf Obdachlose. Sie verstecken ihren Alkohol- und Drogenkonsum nicht. Sie verraten ihm, dass sie sich nur hier beim U-Bahn-Eingang sicher fühlen. So, bist du öfter mal im Tiergarten unterwegs? Nein, da ist mir zu gefährlich. Ich bin letztes Jahr Frühling hier angekommen. Den ganzen Sommer habe ich im Tiergarten verbracht. Es war recht friedlich. Meine Platte war sicher. Ich konnte mein Zelt alleine stehen lassen. Zum Winter hin wurde es ein bisschen schlimmer. Man wurde oft da beklaut. Das Zelt wurde durchsucht. Selbst für eingesessene Obdachlose wird der Tiergarten immer gefährlicher. Für die Polizei ist die Situation aber nicht beunruhigend. Ja, es gibt Körperverletzungen, häufig unter diesen Obdachlosen, aber es gibt keine Zunahme dieser Straftaten, sondern wenn man so will, ja, ist das so eine gewisse Verwahrlosung, aber im Bereich der Straftaten konnten wir jetzt keine Zunahme feststellen. Nur wenige Meter von der Bundesregierung entfernt scheint die Situation im Tiergarten trotzdem schlechter zu werden. Neben Massen an Obdachlosen, Prostitution und Drogenhandel wurden hier in den letzten 2 Jahren 2 Menschen brutal ermordet. Der Bezirk will jetzt eine spezielle Taskforce zur Problembekämpfung gründen, damit der Tiergarten wieder zur Oase werden kann.